Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen, Orchideenfreunde. Im letzten Video haben wir eine orange-gelbe Phalaenopsis pikiert. Jetzt ist es eine Wanderpumila. Und die hier schauen noch richtig gut aus. Die könnten auch theoretisch noch ein bisschen länger in der Flasche bleiben, aber ich habe mir jetzt gedacht, in diesem Video machen wir einfach mal ein paar schöne Pflänzchen. In diesem Fall geht das Bild sogar schön von der Flasche runter. Das ist eine ganz coole Sache, weil dann habe ich hinterher auch das Bild bei den Pflanzen. Und dann weiß man das immer einfacher, wobei man kann die auch etikettieren. Das heißt, wir haben hier unsere Pflanzen in der Flasche. Ich habe hier meine Gartenschere, wo man einfach auf die Flasche draufhauen kann, damit die Flasche zerbricht. Hier habe ich die kleinen 6er Orchideentöpfchen. Sind super gut geeignet für Orchideenjungpflanzen. Dann natürlich meine Schale, wo ich die Töpfchen reinstelle. Dieses Mal mache ich das mit nassem Sphagnummoos. Also Sphagnummoos zum Eintopfen sollte im Prinzip nur so nass sein, dass wenn man das zerdrückt, dass dann nur so ein paar Tropfen Wasser rausfallen. Jetzt in dem Fall wäre es noch relativ viel, wie ihr sehen könnt, vom Moos her. Aber es kann ruhig auch ein bisschen feuchter sein, so am Anfang. Beim letzten Mal hatte ich das trocken verarbeitet. Ich habe hier auch wieder meinen Eimer mit lauwarmem Wasser, wo ich die Pflanzen einfach ein bisschen sauber spülen kann. Und ich würde sagen, wir legen uns das Zeug einfach mal so hin, dass wir damit arbeiten können. Und das Wichtigste ist, dass wir die Flasche kaputt machen. Beim letzten Mal ging es eigentlich relativ einfach. Ich würde es auch an eurer Stelle entweder mit einem Tuch oder so eine Folie wie hier nehmen, damit hier die Glassplitter nicht in der Landschaft rumfliegen. Und dann einfach eins, zwei. Es hat schon geknackt. Habt ihr es gehört? So. Genau, damit die Scherben nicht in der Landschaft herumfliegen. Das ist jetzt sogar ganz gut geschehen. Das Aufflaschen, so stelle ich es mir eigentlich vor, damit ich jetzt hier gleich keine Scherben verliere, drehe ich mir hier das Glas so ein, damit es eben nicht rumfliegt. Und jetzt in dem Fall kann ich, wenn alles gut läuft, manchmal läuft es gut, die Orchideen rausschütteln. Ja. Jetzt kann ich das Ganze eigentlich rausziehen. Und dann haben wir hier schon mal unsere Jungpflanzen. Genau, das andere Glas stelle ich weg. Jetzt können wir uns nämlich die Pflanzen mal anschauen. Und im Grunde genommen schaut schon richtig super aus. So sollte eine perfekte Orchideenkultur aus der Flasche ausschauen. Das Agar-Agar ist jetzt auch gar nicht dramatisch und gar nicht schlimm. Je nachdem, was das für eine Mischung ist, arbeiten die auch Banane ein. Und ja, da gibt es so ganz viele exotische Mischungen. Und hier in dem Fall fällt das sogar ganz gut schon ab, das Agar-Agar. Und Agar-Agar ist ja eigentlich nichts anderes als ein natürlicher Stoff, gewonnen aus der Alge. Also ein bisschen Geleeartig. Und ihr seht, die Orchideen selbst sind ja nicht so anspruchsvoll. Oder eigentlich sind sie ja schon anspruchsvoll. Aber was Substrate so anbelangt. Und selbst so kleine Pflänzchen hier kann man noch gut pikieren. Und im Prinzip muss man dann hier nur die Wurzeln ausspülen. Und ich habe es im letzten Video gesagt, lauwarmes Wasser reicht. Da löst sich das Agar-Agar auch ganz gut auf. Ihr kennt es vielleicht aus der Küche, wenn ihr irgendwas gelieren wollt. Da kann man ja auch Agar-Agar verwenden. Und so ist eigentlich schon der Feldsalat, der Ackersalat geputzt. Und so kann man dann arbeiten. So, hier ist noch so ein ganz kleines Pflänzchen. Man muss auch ein bisschen selektiv arbeiten. Das heißt, wenn da ein bisschen was drin ist, was vielleicht zu klein ist, kann man auch darüber nachdenken, ob man das noch überhaupt einpflanzen muss. Jetzt hier eine Pflanze übrig geblieben, so ein kleines mehrtriebiges Pflänzchen. Das machen wir auch sauber. So, das ist so, wie wenn ihr mit Wackelpudding arbeitet, so ein bisschen in die Richtung. Und wie im letzten Video auch, habe ich auch gesagt, da müsst ihr, oder sage ich jetzt auch, müsst ihr die Pflanzen gar nicht großartig desinfizieren. Also manche übertreiben es auch ein bisschen. Und im Vergleich zum letzten Video, da waren die Pflanzen jetzt nicht so toll, aber schaut euch das mal an. Die Pflanze hier macht einen schönen Neutrieb in der Mitte, neues Herzblatt. Dann hier richtig schöne lange Wurzeln. Und im Prinzip muss das so sein. Das ist eigentlich echt perfekt. Und da nimmt man einfach von dem Moos. Wie gesagt, ist nicht so schlimm, selbst wenn es noch ein bisschen feuchter ist, als das mit diesen paar Tropfen, die raustropfen sollen, weil die Pflanze war das ja jetzt im Substrat dauerhaft nass gewohnt. Und
Ja, dann ist schon die erste Pflanze eingepflanzt. Ist nicht schick, einfach und toll. Das kann ich dann einmal wieder wegmachen, weil ich muss ja nichts ausspülen. Und kann hier einfach meine kleine blaue Kiste hinstellen. Und die befüllen wir jetzt einfach. Und dementsprechend, oh, schaut euch das mal an, wie lang die Wurzeln da sind von der Wanda-Pumila. Und ja, ich bin echt gespannt, wenn die dann größer werden. Das Problem bei Wandeen, gut, das ist eine kleine Wanda, aber das Problem bei Wanda ist, dass sie ewig brauchen, bis sie mal anfangen zu blühen. Das bedeutet, bei allen Pflanzen werde ich es eh nicht überstehen oder überleben. Ich schon, aber erleben, weil ich einen Teil der Pflanzen ja verkaufen will. Sprich, irgendwann, wenn ich feststelle, dass sie sich gut eingelebt haben, werde ich das auf YouTube bekannt geben und dann ist der Verkauf eröffnet, weil irgendwann wird es dann doch zu viel an Pflanzen. Und dann packt man die Wurzeln einfach schön ein. Da die ja eh schon feucht sind und Substrat feucht ist, sind die auch schön biegsam, dann kann man das auch schön in den Topf drücken. Wenn er jetzt so eine Wurzel abhauen will, kann man die auch vorsichtig reindrücken. Die sind jetzt, da sie ja feucht sind, wirklich sehr flexibel. Das kann ich euch auch an diesem Pflänzchen zeigen. Also hier, ihr könnt an der Wurzel arbeiten, natürlich nicht übertrieben, aber die sind nass durch das Agar-Agar oder durch die dauerfeuchte Kultur im Glas. Es ist sowieso interessant, wie lange die Feuchtigkeit sich in dem Glas hält. Also ich hatte Orchideengläser 2019 gekauft, nee Quatsch, 2018 gekauft und 2022 sahen die Pflanzen im Glas immer noch tipptopp aus. Da war ich schon sehr erstaunt, wie cool das eigentlich funktioniert. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Pflanzen da rauskommen. Da sind ja einige echt schicke Pflänzchen dabei. Und da versucht man natürlich, jede Wurzel hier in den Topf zu bekommen. Was ich jetzt in den nächsten Tagen versuche zu vermeiden, ist, dass die Pflanzen von oben nass werden, sondern da das Sphagnummoos ja hier unten am Topfrand ist, kann ich einfach hergehen und die Schale wässern und so dafür sorgen, dass die Pflanze eben von unten Wasser bekommt. So, jetzt gucke ich mal, dass ihr da noch ein bisschen mehr zu sehen bekommt in dem Eimer. So, wow, hier ist nochmal eine richtig schöne Pflanze. Schaut euch das mal an. Oder es sind eigentlich fast zwei schöne Pflänzchen. Traumhaft. So muss es sein. Richtig cool. Wow, da ist eine Monsterpflanze. Ey, die muss ich euch zeigen. Hätte ich euch sowieso gezeigt. Aber schaut euch das mal an, wie krass viele Wurzeln ihr habt. Die können sogar fast in den großen Topf gepflanzt werden. Oder schon fast direkt in Kolomi. Aber ich will die jetzt relativ einheitlich einpflanzen, damit das dann am Ende ein einheitliches Bild gibt. Ist ja logisch. So. Jetzt sind die nächsten eingepflanzt. Man muss auch vorsichtig sein, dass man die nicht zu tief einpflanzt. Also so, dass praktisch der Spross oberhalb vom Substrat ist. Und dann läuft man auch nicht Gefahr, dass sich da Fäulnis verstecken kann. Wenn da jetzt so zwei, drei Fasern ein bisschen höher sind von dem Sphagnummoos, ist das auch gar nicht so dramatisch. So, jetzt packen wir die Wurzeln noch ein. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, wenn hier so ein paar Fasern über den Topfrand wachsen, ist das auch nicht schlimm. Also alles total einfach, harmlos und da braucht man sich nicht allzu viel Gedanken machen. Aber bei dieser großen Pflanze, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich wirklich schon fast Bedenken, dass sie zu groß ist für den Topf. Aber auch das bekommen wir hingebogen. So, gar kein Problem. Schaut doch schon mal richtig cool aus, wenn die so eingetopft sind. Ganz schön viele Pflänzchen, hätte ich nicht gedacht. Und ganz schön viele große Pflanzen vor allem. Und das ist super. Hier ist auch nochmal so eine. Wow, die hat ja monstermäßig große Wurzel. So. Manchmal fühlen sich die Wurzeln noch ein bisschen schleimig an wegen dem Agar-Agar, aber das ist gar nicht so schlimm. Also ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass es gar nicht so dramatisch ist, wenn da noch ein bisschen Agar-Agar an der Pflanze dran ist. In der Regel ist das bloß so eine ganz dünne Schicht. Und
Bisher hat es zumindest nie geschadet. Und ich habe gesagt, dieses Sphagnum-Moos hat ja eine antibakterielle, antimykote, also Antipilzwirkung. Und von daher mache ich mir erstmal gar keinen Kopf. Es ist ein gutes qualitatives Sphagnum-Moos. Und ja, ziemlich coole Sache. Wandern. Wollte ich eigentlich nochmal ein größeres Video machen zum Thema Wander, aber im Moment haben andere Orchideen Priorität. In Mittelamerika war die relativ stark verbreitet. Da gab es einige Liebhaber, die schön bei sich im Garten irgendwo einen Baum gepinnt haben. Dort ist das Klima ja ideal, das heißt, da hängst du eine Orchidee einfach irgendwo hin und die wächst dann halt einfach. Das ist wie wenn wir bei uns irgendwo Unkraut hinmachen, dann wächst das auch. Es ist phänomenal, wie stark die Bäume dort vollgewachsen sind und dann sind es halt Bromelien, Farne, Orchideen und die wachsen einfach wie Unkraut. Also die würden sich wahrscheinlich aufregen darüber, weil da so viele Orchideen wachsen und wir denken so, boah, echt, echt extrem. So langsam neigen wir uns dem Ende zu, aber wir haben immer noch Orchideen hier stehen und ihr seht, es ist echt grandios. Die Qualität dieser Pflanzen ist super. Kann man nichts sagen. Ich bin da noch am Überlegen, ob ich noch Rhynchostylis gigantea mache. Weil die kriegt man auch immer wieder. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ich die machen soll. Weil eigentlich mag ich die Pflanzen total, weil die wachsen. Zwar sind nicht so ganz so simpel einfach in der Kultur wie so eine Wanderhybride. Aber wenn die mal am Blühen sind, ist das halt so, wie es sie selber heißt, Gigantea, gigantisch. Und das Ganze soll ja Spaß machen. Und ich finde, wenn so eine etwas schwierigere Orchidee mal richtig am Blühen ist, dann ist das einfach nur, ja, sprichwörtlich einfach nur geil. Kann man nicht anders sagen. Aber jetzt habe ich so gesagt, boah, die ist nochmal groß. Schaut euch das mal an. Das ist mal eine große Pflanze. Allerdings hat die hier schon einen Knick im Blatt, aber das macht ja nichts. Das ist eine kleine Pflanze. Sobald die dann deutlich größer gewachsen ist. Ja, das ist nur ein Agar-Agar-Klumpen. Habt ihr das gesehen? Agar-Agar-Klumpen. Kann man wegmachen. Sobald die größer ist, hat sich's rausgewachsen. Dann interessiert einen der kleine Knick auch nicht mehr. So. Aber in so einem Topf schaut so eine Pflanze einfach schon richtig geil aus. Richtig, richtig toll. Und jetzt sind es hier nur noch so ein paar Krümelchen, muss man sie eigentlich bezeichnen. Anders geht es nicht, weil es sind bloß nur so diese in Anführungsstrichen kleinen Restchen. Das habe ich dann früher auch immer so gemacht, dass ich die kleinsten Pflanzen nicht in Einzeltöpfchen gesetzt habe, sondern in Gemeinschaftstöpfchen geguckt habe, welche wie weiter wächst, weil oft war das einfach so, dass diese kleinen Pflanzen einfach vom Ding her nicht so überlebensfähig waren, wie jetzt vielleicht größere. So, und dann ist es zum einen auch nicht ganz so einfach, diese kleinen Pflänzchen einzupflanzen, weil da ist kaum Wurzel und trotzdem muss man irgendwie genügend Sphagnummoos nehmen und das dann so hindrehen, dass es passt. Und ja, damit ihr wisst, was ich meine, ihr seht, hier sind nur noch so ein paar kleine, also diese ganz Mini-Fuzzi-Fetzen da, diese fast noch Zellkulturen. Bei sowas ist noch okay, die hat drei lange Wurzeln. Die hier wird schon wieder schwieriger, die hat so ganz kleine, kurze Wurzeln, krumme Wurzeln. Die hier ist auch noch okay. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, die würde ich dann halt einfach in ein Gemeinschaftstöpfchen setzen. Hier zum Beispiel ist so eine ganz kleine Pflanze, die ganz viele kleine Wurzelchen hat. Das können wir sogar fast nehmen. In einen Einzeltopf muss man mal gucken. Und man muss ja auch ein bisschen selektieren. Also wenn da eine dabei ist, die so ein bisschen kränklich, schwächlich wirkt, schaut euch das mal an, wie viele da wachsen. Ja, also da muss ich nicht wirklich jedes zarte Pflänzchen auch noch notdürftig behandeln. So. Dann nehmen wir noch die hier als Einzelpflanze. Es hat sogar das Moos gereicht. Ich hätte schon fast gedacht, ich hätte zu wenig genommen.
So, ihr seht schon, wie langfasrig hier das Moos ist. Wir haben jetzt 8, 16, 19 Pflanzen. Verrückt. 19 Pflänzchen. Es steht ja immer dabei, ich habe es ja letztes Mal gesagt, immer 25 mindestens. Also, das ist das, wo ich meine, muss nicht stimmen, ja. Aber sind wir mal ehrlich, wenn so eine Flasche nicht bloß ein paar Euro kostet, auf die zwei, drei Pflanzen mehr oder weniger, die da drin sind, kann man echt verzichten. So, jetzt sind wir bei 20 Pflanzen. Jetzt sind es hier bloß noch ein paar Krümel. Wahrscheinlich, wenn man die zusammen addiert, sind wir bei den 25 Pflanzen. Ja, die ist sogar abgestürzt. Das ist eine Absturzpflanze, eine Epiphyt halt, der ist halt nicht festgewachsen gewesen. So, hier könnte man theoretisch noch jeweils ein Töpfchen draus machen. Könnt ihr mal ins Kommentar schreiben, ob ihr die auch einzeln gepflanzt hättet, weil ich mache das jetzt halt einfach mal. Dann sehen wir am Ende auch, ob sich der Aufwand gelohnt hätte, nicht gelohnt hätte. Löhnen tut man später. So, hier die mit diesen ganz kurzen Wurzeln ist natürlich echt etwas tricky zum Einpflanzen. Muss man die Wurzeln ein bisschen runterbiegen und ist eigentlich aufwendiger als jetzt bei so Pflanzen, die richtig gut gewurzelt sind. Ja, muss jeder selber wissen, ob sich das lohnt oder nicht. Jetzt kommt noch die letzte Pflanze. Da ist nur so ganz bisschen, keine Ahnung, Kuddelmuddel. Deswegen mache ich hier den letzten Krümel auch noch mit dazu. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Et voilà. Die letzte Wunderbumilla ist eingepflanzt. Fantastique. So. Liebe Freunde, Wanda Pumila, hier nochmal das Bild, kleine Pumila-Blümchen und das sind die Pflanzen. Schaut das nicht cool aus? Das ist doch toll. Also ich denke mal, die Flasche hat sich gelohnt und die Kiste ist proppevoll mit Pflänzchen. Jetzt müssen wir gucken, wie die sich entsprechend weiterentwickeln. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es hier in den Eimer mit Sphagnum oder von mir aus auch in den Eimer mit Wasser. Am besten schreibt eure Kommentare ins Kommentarfeld. Bis zum nächsten Pikier-Video und tschüss. Daumen hoch, Kanal abonnieren nicht vergessen und tschüss. Weiterempfehlen.